Ja, hallo Freunde der Spielkultur, willkommen zurück bei Witcher 3 mit dem DLC Blood and Wine. Wir werden jetzt weiterführen und zwar werden wir versuchen, noch die Rüstung fertig zu bauen. Ich muss mal zu meiner Kiste eben, am besten an meinem Startpunkt, weil wir verscherben jetzt einfach alles, was ich nicht brauche, um diese dämliche Rüstung aufzubauen. Beziehungsweise wir müssen ja teilweise auch Ressourcen kaufen, weil uns einfach der ganze Kram fehlt. Ich habe nur die Schuhe fertig und die Schwerter waren dann schon zu teuer. Ich habe die Materialien, glaube ich, schon umgewandelt für die Schwerter. Ganz ruhig. Keine Schlägereien. Ich muss halt einfach den ganzen alten Schmuh wegkriegen. Ach, da ist der Organisator. Ich bin falsch gelaufen. Ich bin zu dem Turnier gelaufen von Gwind. Aber weiß nicht, ob wir da bestehen können mit meinem aktuellen Kartenset, weil ich habe ja nie die Karten gesammelt. So. Die Belohnung haben wir auch schon alle geholt. Dragon, wir haben nichts, was aussteht. Wir haben letzte Nacht ganz sauber aufgehört. Hört's ja bis zum Ende gucken können. Zocker sagt, danke für meine Videos, weil nicht jedes zweite Wort bei mir Pimmel oder Prank ist. Pimmel, Prank, Pimmel, Prank. Wir müssen aufholen zu den anderen YouTubern. Pimmel. Ich würde vor allem nicht Pimmel sagen, ich würde sagen Schwanz. Prank. Schwanz. Verarscht. Schwanz, Schwanz. Zwei Schwänze. So. Die würde ich aber rüberlegen. Das würde ich auch ungern verkaufen. Bumm, die Stahlwaffe auch rüber. Was haben wir hier? Meisterlich gefährliches Katzensilberschwert. Warum habe ich das nicht angelegt? Ist gerade nicht so wichtig, oder? Warum habe ich denn hier grüne Sachen drin? Blaue meine ich. Das ist der Melit. Achso, das ist meine Rüstung vom Turnier. Das auch, kann auch verkauft werden. Das auch. Den auf jeden Fall auch. Die Assassinenhose auch. Ich muss mal erstmal ein bisschen zusammensuchen von den Sachen, die ich loswerden will. Das nicht. Das kann auch weg. Die Hexenjägerrüstung kann weg. Das bleibt da. Die Schaufel behalte ich auch. Die ophirische Klingel auch. Klingel sei schon. Klinge auch. Wie die Zuschauerzahlen in die Höhe schellen, nur wegen seiner neuen Wortwahl. Dazu sage ich nur eins. Schwanz. Ich glaube, das hier war alles. Irgendwo war wahrscheinlich auch noch das Schwert, was ich bekommen habe vom König von Skelling, was auch immer. So, das kann auch weg. Die ophirische Armbrust plus 200 Angriffskraft, die kann auch weg. Und sonst... Toussaint, Ritterstiefel. Ich glaube, das wird aber nicht so viel bringen, die Sachen zu verkaufen. Weil so super wertvoll sind die jetzt auch nicht. Ach guck mal, wir können noch den goldenen Stab der Freude aufstellen bei mir im Schlafzimmer. Und hier oben stellen wir dann meine Faustkampftrophäe hin.
Was auch immer dieser Stab der Freude überhaupt sein soll. Irgendwas liegt in der Luft. Ohne Witz, du bist der Grund, warum ich Total War und XCOM kenne. Ist doch super. Nein, Pferde sterben nie, sind viel zu süß. Ich kann leider auch keine Bänke überfallen. So, das war der herzögliche Kämmerer. Stimmt, da ist der Großmeisterschmied. Das war der nämlich. Ich möchte jetzt nichts an die Wand hängen. Ich verkaufe jetzt alles, was ich habe. Warum soll ich jetzt noch irgendeine Waffe an der Wand hängen, Dragon? Ich möchte jetzt einfach nur genug Kohle bekommen, um das dämliche, um die dämliche Rüstung fertig zu machen, beziehungsweise die Schwerter erstmal. Guck mal, ich finde es vor allem witzig, der ist Großmeister der Schmiedekunst, der hat nicht mal einen Ofen. Was hast du denn im Ach, hier will ich auch nur Deuterium-Banner. Banner sei schon. Die Meritium-Barren rauskriegen beim Zerlegen. Das lohnt sich für mich ja gar nicht. Ist gleich fehlen mir welche, pass mal auf. Ja, die Streams kommen auf YouTube, wie immer. Das kann alles weg. Ja, okay, scheint sich doch ganz gut zu lohnen. So, das behalte ich aber, das Schwert von Ravix. Das ist nämlich mein schönes Turnierschwert. So. Hätte gar nicht gedacht, dass das noch so viel Geld ist, was ich da rumliegen habe. Angereicherter Dimertium-Barren. Das ist das DLC, ja. So, da können wir noch einen kaufen. Aber dann fehlt es hier an Rohstoffen. Ich überlege gerade, was wird ich. Gegen was habe ich bisher am meisten gekämpft? Was hast du denn im Angebot?
Tja, mehr werde ich nicht schaffen. So eine Kacke. Ach so, hahaha. Ha, ha. Schon bin ich blank. Hätte ich mal lieber erst angefertigt, ne? Vor allem, ich habe so viel Sachen eingesammelt immer, ne? Und das reicht alles vorne und hinten nicht. Muss unbedingt in ein Bordell gehen. Hm. Nicht unbedingt. Ich weiß, ich verschwende gerade ein bisschen. Euch behalte ich. Saphirstaub. Die Meteoritendinger. Die habe ich, glaube ich, für die Waffenklasse davor gebraucht. So, gucken wir noch mal eben. Angereicherte Schleimlingshaut, gegerbtes Drakonidleder. Das werden wir ja wohl noch kriegen. Geil, die Hose könnte ich schon machen. Ich muss erstmal gucken, was ich überhaupt schon habe. Ah nee, alles andere würde ich ja nicht mehr produzieren können, weil da fehlt dann die Vorstufe. Was hast du denn im Deshalb, ich kann ja nicht aus Versehen was doppelt machen. Hier fehlt nämlich der Handschuh dann. Angereicherte DC. Deuterium. Deuterium. Ach, was? Ist auch egal. Ist egal, ihr wisst, was ich meine. Ja, davon hat er nichts mehr. Dimeritium-Erz. So, den haben wir. Hang der irgendwie fest. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Großmeister Katzenstahlschwert. Jetzt habe ich noch 1800 übrig. Das wird nicht reichen für den. Was hast du denn? Entschuldigung, ich bin ein zu weit rausgegangen. Das kann man noch loswerden. Toll, Trophäen, die überhaupt nichts wert sind. Was streamst du noch so? Im Moment das hier. Mein Leben.
Die hatten wir auch schon hergestellt. An sich fehlt mir. Wirklich nur die Zutaten für das Oberteil. Alles andere konnte ich jetzt herstellen. Wiedersehen. Viel Glück auf... Viel Glück auf deinen Wegen. So, Großmeister Katzenstahlschwert, Großmeister Katzensilberschwert. Dann will die meistergefertigte Katzenrüstung. Großmeister Katzenhandschuhe, Großmeister Katzenstiefel, Großmeister Katzenhose. Den Rest, ja, kann ich mir nicht leisten. Da müssen wir noch gucken, ein bisschen Kohle generieren. Bisschen. Ja, das Wichtigste fehlt. So, jetzt gehen wir erstmal zur Herzogin, weil jetzt haben wir uns ja neu eingekleidet. Und werden der darüber berichten, was wir alles so rausgefunden haben. Mit dem Vampir, der erpresst wird, um die Leute zu töten und... Ich will ja nicht aufdringlich sein. Reginaldo Bries zurück! Nicht versäumen! Was wir so alles erlebt haben und dass wir gerne an ihre Wäsche ran wollen, aber das kommt ja nachher. Meine Rüstung würde ich jetzt eigentlich nicht einfärben, aber ich soll testweise meine Rüstung mal eben einfärben. Da siehst du, dass im Vorschaufenster schon wieder ein aussieht. Zum Beispiel gelb. Oder braun. Oder hellblau. Oder irgendein anderes Blau. Oder orange. Oder entfärbt. Oder grau. So, dann hätte ich das Schnellspeicher nicht mehr machen müssen. Sieht man ja alles schon im Vorschaufenster. Palast von Badibum. Ich habe das französische Wort gesagt. Warum wirkt Geralt bei dir immer so fett? Geralt ist überhaupt nicht fett bei mir. Es ist der schlankste und wundervollste Hexer, den es auf YouTube gibt. Ich bin froh, dass unsere gnädige Herren... Geralt von Riva, Meister Hexer. Ich hatte recht. Kaum bist du da, gibt es Ärger. Geh beiseite. Ich habe etwas mit der Herzogin zu besprechen. Endlich, Hexer. Wir saßen auf glühenden Kohlen. Hast du Meltons Mörder gefunden? Der Fall ist ernster als gedacht. Das Biest. Ich konnte es nicht töten. Es ging nicht. Wir schicken dich einem Monster nach und du kommst mit leeren Händen zurück? Wie äußerst enttäuschend. So einfach ist das nicht. Das Biest ist ein mächtiger Vampir. Ist das ein Problem für einen Hexer? Wie man einen Vampir umbringt, weiß doch jeder. Man muss ihn nur ins Sonnenlicht locken. Oder sich mit Knoblauch behängen und ihm einen Pfahl durchs Herz treiben. Knoblauch ist gegen Vampire nutzlos. Genau wie Sonne und Pfähle. Das sind nur Legenden. Sowas funktioniert nur in Märchen. Und Kreuzdorn? Als ich klein war, hat Oma Ademata immer gesagt, dass Kreuzdorn Vampire vertreibt. Am besten hält man sie sich mit dem Silberschwert vom Leib. Aber das bringt sie nicht um. Nur ein höherer Vampir kann seinesgleichen wirklich umbringen. Ausreden, nichts als Ausreden. Gnädige Herrin, ich organisiere sofort eine Treibjagd und mache der Sache ein Ende. Der Hexer muss uns nur sagen, wo wir das Monster finden.
Bitte sehr. Schick sie in den sicheren Tod. Sicherer Tod vielleicht für einen einzelnen Hexer. Wohl kaum für 40 Bewaffnete. 40, 50, 100. Ganz egal. Das spielt keine Rolle gegen ihn. Du hast meine Männer noch nicht in Aktion gesehen. Können sie gegen Nebel kämpfen und ein Ziel treffen, das schneller ist als der Wind? Wie? Welche Kreatur bringt sowas fertig? Eine solche Kreatur. Höhere Vampire nennt man sie. Jeder ist anders. Einzigartig, könnte man sagen. Manche können sich in riesige Fledermäuse verwandeln. Andere können mit Tieren reden und ihnen Befehle geben. Aber sie sind alle geistlose Monster. Ganz falsch. Niedere Vampire wie Alpen, Ekimmen, Katakane werden vielleicht vom Instinkt beherrscht. Die greifen alles an, was nach Blut riecht. Aber höhere Vampire denken. Sie gebrauchen ihren Verstand. Vernunftbegabte Monster. Kuriose Vorstellung. Nun, was willst du also unternehmen? Er ist nicht einfach nur ein Monster, sondern eine mächtige Kreatur, die seit Jahrhunderten über die Erde wandelt. Nicht möglich. Wenn sie so mächtig sind, warum haben sie uns da nicht alle umgebracht oder versklavt? Sie mischen sich normalerweise nicht in die Belange der Menschen ein. Menschen interessieren sie nicht. Und fürchten Sie nicht, dass wir sie eines Tages vernichten? Der Gedanke würde Sie eher amüsieren. Sie sind sich ihrer Stärke durchaus bewusst. Und was können wir dann tun? Hast du einen Plan? Am besten versuchen wir, mit ihm zu reden. Nicht zu fassen. Da bestellt die Herrin einen Hexer, damit er ein Monster tötet, und er möchte mit ihm schwatzen. Ich weiß, was ich tue. Seine Liebste wurde entführt. Er wird erpresst. Erpresst? Erläutere doch freundlicherweise, wie man einen Vampir erpresst. Höhere Vampire sind uns ähnlich. Sie werden von Emotionen angetrieben, nicht vom Instinkt. Sie sind nicht nur sehr intelligent, sondern auch zu vielfältigen Gefühlen fähig. Sogar zu Liebe. Dieser hier hat sich in einen Menschen verliebt, in eine Frau. Er würde alles tun, um sie zu schützen. Du willst doch wohl nicht andeuten, dass wir Miltons Mörder ziehen lassen sollen. Oder darauf warten, dass er wieder zuschlägt. Wir müssen ihn so schnell wie möglich unschädlich machen. Das ist ja mein Ziel, weitere Angriffe zu verhindern. Der Vampir ist nur das halbe Problem. Vor allem ist der Erpresser schuld. Er hat die Frau entführt, um den Vampir zu kontrollieren. Und was schlägst du vor? Ich finde die Erpresser und befreie die Geliebte des Vampirs. Dann hat er keinen Grund mehr zu morden. Du sollst ihn vernichten, nicht ihm helfen. Am wichtigsten ist es, dass niemand mehr stirbt. Sobald die Frau in Sicherheit ist, hat er keinen Grund mehr zu töten. Gut, ich gebe zu, du hast mich nachdenklich gemacht. Vielleicht hast du recht. Weißt du irgendwas über die Erpresser? Ich habe einen Hinweis. Ein paar Zettel, auf denen der Erpresser die Namen der Opfer aufgeschrieben hat. Einer der Zettel hat einen Fleck, offenbar ist es Wein. Das ist nicht sehr aussagekräftig. Du hast keine Ahnung, wie sehr du dich irrst, mein Lieber. Her mit dem herzoglichen Sommelier! Hopp, hopp! In Toussaint ist Wein heilig. Hier gibt es keine einfachen Weinflecken. Hier gibt es nur die Weinflecken, die aus Tropfen von Est-Est, Ervelus, Fiorano bestehen. Die gnädige Herrin wünscht mich zu sprechen? Hexer, zeig ihm das Papier. Benoit, kannst du herausfinden, welcher Wein diesen Fleck gemacht hat? Durchaus. Eindeutig Saint-Retour Westufer. In Fässern von Beauclair-Eiche gereift. Tiefer Burgunderton. Sehr klar. Das ist Saint-Réal. Jahrgang 1269.
Das ist unmöglich. Dieser Wein wird auf Castel Ravello eigens und ausschließlich für den herzoglichen Hof gekeltert. Vielleicht wurde der Sangreal gestohlen. Wir müssen zum Weingut. Vielleicht hat es dort einen Vorfall gegeben. Sangreal. Nie gehört. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass du ihn je kosten konntest. Ich sagte ja, er ist der Herzogsfamilie vorbehalten. Und trotzdem ist er auf diesem Stück Papier gelandet, sofern der Sommelier der gnädigen Herrin sich nicht irrt. In Weinfragen irrt Benoit sich nie. Wenn er sagt, dass es Sangreal ist, dann ist es Sangreal. Wir müssen gleich zum Castel Ravello reiten und nachforschen, was geschehen ist. Moment. Die gnädige Herrin möchte mich begleiten. Kommt nicht in Frage. Du glaubst ja wohl nicht, dass wir auf unserem herzoglichen Hintern rumsitzen, während das Herzogtum in ernster Gefahr ist. Gnädige Herrin, was du vorschlägst, ist zu riskant. Der Hexer muss alleine gehen. Es ist erfreulich, dass die Herren sich ausnahmsweise mal einig sind, aber meine Entscheidung ist getroffen. Wir brechen auf. Wir haben die bestmögliche Eskorte. Dich, Hauptmann, und Geralt. Wir werden inkognito reisen. Der Hof braucht keinen Anlass zum Tratschen. Für die Dauer dieser Mission entbinde ich euch von der Verpflichtung, dem Hofprotokoll zu folgen. Das bedeutet, ich bin jetzt Anna Henrietta, nicht eure edle Herrin. Jawohl, edle Herrin. Hexer, bist du bereit? Ja, bin bereit. Wunderbar. Augenblick noch, ich muss mir etwas angemessen Dezentes anziehen, dann brechen wir auf. Perfekt. Sie sitzt auf dem Rang eines normalen Bauernmädchens, das bedeutet, wir können Liebe machen mit ihr. Ja, dezent, hochhackige Schuhe erstmal und alles in Leder. Haut eng.